Hallo Leute, ein weiteres Video von JuCam Online vom Kanal Juckt mich nicht. Und zwar eine weitere One-Word-Challenge, diesmal aber nicht mit Rezo, sondern diesmal mit Kaya und Julia halt noch dazu. One-Word-Challenge, x Julia wütend, x Kaya Comedian, haha. Let's go rein da. Liebe Freunde, wir heißen heute einen ganz besonderen Ehrengast willkommen auf der YouTube-Plattform. Hier, Monsieur Julia Beautix, die wirklich schon sehr lange dabei ist, aber noch nicht so viel Ahnung hat. Und deswegen erklären Kaya und ich, die ja schon wirklich Pioniere des Social Medias sind, ihr die Regeln von One-Word-Challenge. Das habe ich noch nie gespielt. Was ist das? One-Word-Challenge ist ein sehr, sehr faires Spiel, wo jeder immer ein Wort sagen muss und wir uns dann dadurch auch ganz viele Komplimente machen. Ah! Gibt auch eine kleine Ja, nicht, dass wir vorher schon ein paar Folgen gehabt haben, wo sie Julia durchaus, wo Julia nicht so gut weggekommen ist am Ende. Aber haben sie schon mal One Word Challenge mit Julia gespielt? Muss ich mal nachdenken, weil Rezo war immer dabei, das stimmt. Oder öfter dabei. Aber war Julia auch dabei mal? Weiß ich gar nicht. Bestimmt auch mal. Bestimmt. Strafung, das heißt immer, wenn jemand irgendwie kein Wort sagt, dann wird Thomas einen anspucken. Also ich hoffe, das ist okay für euch beide. Das letzte Mal war ein Pinkel, insofern haben wir Glück gehabt. Wir können ja eine kleine Warm-up-Runde machen, damit auch. Warum denn immer Warm-up-Runden? Das macht gar keinen Sinn. Ich würde euch jetzt immer eine Kategorie vorgeben, damit ihr nicht irgendeinen Scheiß sagt. Und in dieser Kategorie müsst ihr dann eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, was Julia bei Was denn? Ja, was? Was Julia bei ihrem letzten Urlaub in den USA wirklich erlebt hat. Wirklich erlebt hat? Ja. Also wirklich, wirklich erlebt hat oder was glaubhaft hätte sein können, wo sie. Nö, was sie da erlebt hat. Das war eine wilde Zeit. So viel kann ich sagen. Vor allem Kaya fragt noch nach, so, hä? Wirklich? Kaya weiß ja nicht, was sie wirklich gemacht hat da. Deswegen, das ist jetzt ja nicht eingeladen. Männer, genau. Und? Frauen und Julia. Und? Warum mach ich da jetzt eigentlich so mit? Satz zu. Und? Jetzt wird's eklig. Öl. Dieser Soundeffekt auch. Gehen? Wie gehen? Öl kann doch nicht gehen. Eigentlich kann nicht gehen, Julia. Gehen nicht. Achso, doch. Zusammen und deswegen hat Julia einfach einen schönen Urlaub gehabt. Jetzt ist jetzt bei Männer und Frauen und Julia und Öl gehen. Hand? Gehen Hand! Eine Art weitergehen. Gehen Hand. In Hand. Warte, nee. Gehen Hand, aber. Hä? Was? Hä? Das ist jetzt kein Satz. Doch, der wird genial, der Satz, glaub mir. Okay, aber. Fuß? Was? Was? Hä? Ja, was? Sinn. Leute, ihr seid Gehen Hand, was? Was? Was soll man denn danach sagen, was ein Satz ergeben würde? Da komme ich nicht weiter bei Hand, aber Fuß. Aber du musst einfach. Hand, aber Fuß. Ich glaube, du musst einfach innen sagen. Ja. Innen. Anders. Ja, geht nicht anders. Also Männer und Frauen gehen und Julia Hand. Und Öl gehen Hand innen. Fuß? Geht Hand innen. Fuß Hand. Auf, dann geht der eine so die ganze Zeit. Ja, stell dir das vor. Und dann ist es jetzt ein abgeschlossener Satz. Nee. Hand in Fuß. Und dann erst, wenn jemand Punkt sagt. Das ist ganz schön. Es sei wie es. Es sei denn, kann ich sagen. Aber es sei denn, ist kein Wort. Es sei denn. Es geht ja nur ein Wort. Aber. Leute, aber. So funktioniert das doch nicht. Wir haben hier fünf Wörter. Und wir haben noch. Das macht keinen ja gar keinen Zusammenhang. Bis jetzt steht hier Männer und Frauen und Julia und Öl gehen Hand in Fuß. Es. Was ist das denn? Wir wollen wissen, was Julia erlebt hat in ihrem Urlaub. Aber. Wir müssen auch zusammenarbeiten. Es ist wieder volles Chaos. Ich lieb's. Wir müssen ein bisschen zusammen. Okay, das war die Warm-up-Runde. Ja. Jetzt aber nochmal. So, ich hätte gerne eine Märchengeschichte, in dem ihr drei die Hauptrolle spielt. Mhm. Okay. Königin. Ju. Könnte ich nicht. Königin Ju. Sticht. Ritter. Kaya. Zum. Geburtstag. In. Seine. Arschritze. What the fuck? Okay. Denk dran, es ist ein Märchen. Ach, ja. Für Erwachsene anscheinend. Du hast dich selber reingebracht, by the way, ne? Ja, das ist jetzt also. Naja, müssen wir ja auch. Ist die Aufgabe. Ich fehl noch. Und? Mütter. Von? Julia. Julia? Die wollen sie alle irgendwann nicht mehr. Drücken. Von? Der? Was? Mauer? Eine? Köchin? Was? Auf? Kajas? Arschritze! Punkt! Boah, Julia hat sich richtig gut rausgedribbelt, aber weil Kaya sich selber reingebracht hat, zweimal.
dann hören wir uns doch mal an, was ihr drei für ein Märchen. Menschen für eine Märchenstory erzählt habt. Und zwar, es war einmal, Königin Ju sticht Ritter Kaya zum Geburtstag in seine Arschritze. Und Mütter von Julia drücken von der Mauer eine Köchin auf Kayas Arschritze. Was ist denn das, Leute? Das ist eine gute Gelegenheit. Hä? Also ich finde, das bringt eigentlich schon die Vibes von so einem Märchenschloss gut voll rein. Ja. So eine Mauer, eine Köchin, Ritter, und König. Julias Mütter. Ist alles drin. Ja. Ja, ich wollte, dass es halt sinnvoll bleibt. Deswegen will ich nochmal auf Arschritze. Oh. Yeah. Ja, das war super. Okay, kleine Zwischenmoderation. Kayas lachen immer so herzlich, aber auch hier in dem Fall Schadenfreude, auch eine Riesenfreude bei ihm. Haben leider ein bisschen Zeitdruck, weil wir gleich noch einen Flieger bekommen müssen, weil wir drei in den Helikopter. Urlaub fliegen. Genau, genau, alle zusammen. Geht nämlich nach Dubai. Krass gespuckt! Das war so viel Spaß. Boah, ich hasse euch! Oh Gott! Oh ja! Das war eine neue Variante. Ohne Scheiß. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Aber. Das war richtig hier so. Aber auch das Falscheste. Das war nur sagen. Das war das Schlimmste, was wir hätte sagen können. Da kommt halt ein bisschen Spucke mit dann. Was soll ich machen? Ich hab mit Spucke gerechnet, aber nicht mit so viel. Ich war gerade dabei, sie in meinem Mund zu sammeln. Nein, egal. Weiter, es okay. Tut mir leid. Ich hast bin gesund Handtuch, übrigens. Auf jeden Fall funktioniert der Pool wieder. Okay, das ist jetzt eine Vorlage. Das ist gemein. Das kann passieren, okay, das ist menschlich, Leute. Schämt euch nicht für eure Spucke. Außer es ist halt so viel, ne? So, einmal okay, alle geil. Konzentrieren, jo. Gehirnzellen wieder ordnen. Ich bin ein riesengroßer Horrorfilm-Fan. Deswegen hätte ich gerne eine Julia Spucke. Oh nee, komm! Komm. Ich hätte gerne eine Horrorgeschichte, in der Julia der Killer ist. Alright. Ich weiß doch schon, wie sie tötet. Alle Opfer sind ersoffen. Oh Gott. Ich guck jetzt nur noch in die andere Richtung. Okay. So, Kaya fängt an. Eine Horrorgeschichte. Ja, in der Julia der Killer ist. In Thüringen lebt eine Prinzessin. Namens? Julia. Danke. Aber! Der erste Blick. Für. Das war der Killerblick von mir hier gerade, wie sie hier gerade guckt. Oha, jetzt ist er jetzt, egal was du sagst, ich muss aufpassen jetzt. Und die beiden sagen. Geheimnisse. Sich. Bei ihren. Schön. Ja. Kannst du mir den ganzen Satz nochmal geben? In Thüringen lebt eine Prinzessin namens Julia. Aber was für Geheimnisse sich bei ihren schönen. 2023. Hm, was? Wir haben 2023. Was heißt das? Ausdrucksweisen. Denk dran, ich wäre ein Horrorfilm. Die. Böse. Ich weiß, ich versuch's irgendwie. Bei ihren schönen Ausdrucksweisen. Die böse. Die böse Konsequenzen. Jetzt kommen wir Richtung Horror. Für. Die. Opfer. Ja. Kinder. Für die Opferkinder? Ja. Haben. Komma das? Hä? Was? Ich verstehe den Satz nicht. Ich verstehe gar nichts mehr. Persil. Okay. Ich glaube, das Spiel könnte ich gar nicht so spielen an sich, weil ich immer vergessen würde, was derjenige davor irgendwie gesagt hat. Ich könnte mir den Satz gar nicht so merken irgendwann. Ich wäre komplett raus da. Ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis, wirklich. Thüringen liebt eine Prinzessin namens Julia. Aber was für Geheimnisse sich bei ihren schönen Ausdrucksweisen, die böse Konsequenzen für die Opferkinder haben, das. Ich verstehe immer noch nicht. Aber was für Konsequenzen? Für die Opferkinder haben. Okay, ich nehme was anderes. Für die Opferkinder haben. Die eingesperrt. Mhm. Und jetzt? Mit Spucke. Eingesperrt mit Spucke. Versetzt. Gefoltert. Und einmassiert. Okay, ich getötet. Punkt Werner. Getötet. Aber einmassiert, okay. Die Opferkinder werden einmassiert von Julia Spucke. Bis. Einmal bis. Bis. Nee. Komm noch jemand anderes rein. Bis Montana Black. Die Musik direkt. Alle. Kinder.
ist. Ein krasses Adjektiv brauchen wir jetzt, um mehr Horror reinzubringen. Boah, Alter, das ist so kaputt schon im Mund. So. Ja, das warst du. Ja, weiß ich nicht. Soll ich mal vorlesen? Nimm dir Zeit. Schnell. Ja. Haben wir. In Thüringen lebt eine Prinzessin namens Julia. Aber was für Geheimnisse sich bei ihren schönen Ausdrucksweisen, die böse Konsequenzen für die Opferkinder haben, die eingesperrt und mit Spucke versetzt, gefoltert und einmassiert, bis Montana Black alle Kinder. Ist. Ja, ist es! Hey, wie ist auch gesagt? Ich hab ist gesagt. Ey, Joe und ich, wir funktionieren gleich. Ich hab auch noch ist gesagt. Ich kann doch mitspielen, okay. Die essen. Ist. Aber ich kann es nicht weiter nur mitspielen, weil ich den Text unten sehe, vor Augen, visuell sehe. Wenn ich es nur hören würde, ich bin so schlecht, was Hören angeht, so was Hörverständnis angeht. So. Dann ist der Satz zu Ende. Ist, Komma, nee, das ist ja kein Satz. Man braucht ja jetzt eigentlich kommt ja jetzt erst das Ende vom Satz. Also man bräuchte ja jetzt noch so ein Ist werden und dann, was dann passiert. Ach Julia, weißt du, manchmal das ist halt, macht also, doch keinen Spaß mit dir, aber. Ja, aber ist doch, ich will doch einen guten Satz jetzt. Julia, weißt du, okay. Wenn der Satz zu Ende ist, ist auch das Spiel zu Ende. Mhm. Aha. Die Horrorgeschichte. Ja, Montana Black hat jetzt einfach alle gegessen und das war's. Ja, genau. Ja. Köstlich. Schmecklich. Schmecklich. Wir machen einfach eine Freestyle-Runde noch. Das sind Freestyle-Runde, das. Okay. Okay. Ich fange jetzt einfach ganz neutral an. Julia. Liest. Gerne. Füße. So wie so ein Schamane, also eine Schamanin. Mhm. Sie kann ja so lesen mit Füßen. Ja. Weil. Ja, nicht nur Handlesen, da gibt es ja Fußlesen auch noch. Ganz neu jetzt. Sie. Mhm. Organe aufbereitet für was? Sich und Ju. Lia. Julia. Zählt das? Denn, also es muss ja, also muss ja irgendeinen Zusammenhang haben noch, ne? Hat sie jetzt schon nicht mehr. Denn Ju. Lia. Liebt Türken, nicht, und jetzt, kannst du jetzt machen, ohne, das, Türken, Füße, Jude, kann er lachen, dann ist wie ein Wort, sagt dann so, die Richtung meint man gar nicht so ungefähr immer. Und? Zehen. Nein! Ja. Ja! Ey, und auch so, irgendwie kommt mir Füße vor, oder bilde ich es mir gerade nur ein? Nein, das darfst du jetzt nicht mehr! Nein, das ist vorbei! Für Ju? Ah, ich will da gar nicht drin sein in dieser komischen kinky Story hier. Für Ju, wenn ich es untage, dann sagst du Kaya. Für Ju. Freundin. Geht das? Freundin. Kannst du mir den Satz nochmal sagen, wie es weitergeht? Okay. Ist Freundin. Ju's Freundin. Okay, doch, okay, doch, ergibt schon Sinn. Ja. Weil du seine Freundin. Ist das grammatikalisch richtig? Ich glaube nicht, irgendwie, nee. Okay, also, Julia liest gerne Füße, weil sie Organe aufbereitet für sich und Julia. Denn Julia liebt Türken. Nicht ohne, dass Türken Füße und Zehen für Ju's Freundin. Was ist das, Leute? Oh Gott. Ich hatte eine Idee, Kaya. Könntest du. Yeah. Was? Hast du gemacht? Hat Eis gerochen? Mann, was? Kannst du irgendeinen Namen jetzt sagen? Also soll ich jetzt deine Freundin benennen? Soll ich es jetzt exposen? Du kannst sie einfach exposen, ja. Bella, sind wir mal nett. Bella. Du hast Freundin Bella. Sag nochmal den letzten Halbsatz. Die letzten 18 Worte nur. Nicht ohne, dass Türken. Also eine gute Freundin. Zehen für Ju's Freundin Bella. Nochmal. Das ist kein Satz, Leute. Kai und ich, wir verstehen uns, weil ich würde auch fünfmal nachfragen. Julia liest gerne Füße, weil sie Organe aufbereitet für sich und Julia. Denn Julia liebt Türken nicht ohne, dass Türken Füße und Zehen für Ju's Freundin Bella. Zehen für Ju's Freundin Bella. Irgendwas oh, muss aufbereiten. Wir müssen los. Irgendwas machen die Türken mit den Füßen von deiner Freundin. Ja. Ja, was machen die? Zehen. Ja, die machen irgendwas mit den. Also, sie liebt Türken nicht, ohne dass Türken was mit den Füßen und Zehen von Bella machen. Was? Kochen?
Die kochen die Füße? Die kochen die halt. Ja. So ein super Satz. Das ist so ein Fetisch. Was hier nochmal vorgelesen wird. Ja, liest du ihn vor? Ja, schicken dir. Ich bin sehr gespannt auf dieses Masterwerk. Was? Julia liest gerne Füße, weil sie Organe aufbereitet für sich und Julia. Denn Julia liebt Türken nicht, ohne dass Türken Füße und Zehen für Jus' Freundin Bella kochen. An der Stelle. Geil. Wir haben es geschafft, eine ganz kleine kurze Runde One-Word-Challenge mit Kaya, mit Julia. Beide natürlich verlinkt bei Facebook. Habt ihr noch, ne? Ja, klar. Wir nehmen jetzt den Flieger und sind dann auch... Ich leider nicht mehr. Ich wurde ja gehackt und gebannt und alles. Ich glaube, mein Account gibt's noch sogar, mein Brody-Account. Aber da kann ich nicht mehr drauf zugreifen, weil mein Account gebannt wurde. Hallo, Facebook, cool. Weit, weit weg. Aber gut, ich brauche es auch eh nicht mehr, yo. Nur meine 200-Euro-Spiele von der Oculus, die darüber verboten waren, sind alle weg. Ein Grund mehr Meta zu verfluchen. Es gibt wahrscheinlich so schöne Urlaubsfotos von uns dreien auf jeden Fall. At the beach und so, ihr wisst Bescheid so, ne? Und an der Stelle wollte ich nur einmal ganz kurz sagen, finde ich nicht gut, dass du was gegen Türken hast. Unverschämt. Warum? Nein! Ist doch nicht schlimm, oder? Jetzt will ich nach Hause gehen. Nein! Könnt ihr. Ich liebe Türken! Ich liebe Türken. Jetzt hier am Ende nochmal die Schmuckszene. Ach nein, wie ehrenlos. Oh Mann, ey. Julia hier so ein bisschen. Ja, aber sweet. Alle super. Julia hier öfter mal in die Pfanne geritten hier und auch öfter mal, ne, ein bisschen Lama auf Lama gemacht. Aber geiles Video. Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Moment mal, da stimmt was nicht. Stattdessen Bärenfell.